Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute gibt alles rund um die Icons in FIFA 18. Bevor wir aber damit starten, möchte ich euch kurz eine Frage stellen und zwar, wie würdet ihr dieses Logo hier als Merch-Logo finden? Also ihr seht schon einfach hier High Hopes und dann eben mein Gründungsdatum. Ich weiß nicht, wie das ankommt bei euch, schreibt einfach mal in die Kommentare rein, ob ihr dieses Logo feiern würdet. Ihr müsst euch vorstellen, ich würde es einfach nur hier ganz klassisch auf die Brust packen und dann auch fast gar nichts mehr am T-Shirt ändern. Das heißt, das wäre dann so ein weißes T-Shirt mit diesem Aufdruck. Schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare. Also Freunde, die Icons bzw. Legenden wurden verändert. Die sind nicht mehr genau so, wie sie in FIFA 17 waren. Und zwar hat jede Legende drei verschiedene Karten. Beispielsweise hat Ronaldinho eine nicht so hoch geratete Karte, eine höher geratete Karte und eine extrem hoch geratete Karte. Diese jeweiligen Karten spiegeln die Leistungsstärke des Spielers zu diesem Zeitpunkt wider. Das heißt, die erste Karte von Ronaldinho, also die am schlechtesten bewertetste Karte, das ist die Karte aus seiner noch nicht so guten Zeit. Dass er damals schon sehr gut war, ist sowieso logisch. Dann gibt es eben eine Karte aus einem Zeitalter bzw. einem Zeitraum, wo er besser war. Und dann gibt es eine Karte, wo er seinen kompletten Höhepunkt hatte. So, und die ersten zwei Karten, also die, die nicht so hoch geratet sind, die kannst du in Packs ziehen, die kannst du ganz normal auch auf dem Transfermarkt kaufen. Aber diese ganz hoch geratete Karte, das ist die Premium-Icon-Karte und die kannst du nur in SBCs oder in Packs ziehen, die aber nur für limitierte Zeit verfügbar sind. Das heißt, an diese Karte ranzukommen, ist alles andere als leicht. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass man bei dieser SBC dann eine von den nicht so gut gerateten Karten einsetzen muss, um eben die ganz hoch geratete Karte zu bekommen. Eine coole Hintergrundsache an dem Ganzen ist, dass die Spieler in-game dann auch anders aussehen. Das heißt zum Beispiel, die schlechteste Karte von Ronaldinho sieht im Spiel anders aus als die bestbewertetste Karte. Das hat jetzt eigentlich nichts mit dem Rating zu tun, sondern eigentlich nur mit der Zeit, aus der diese Karte eben stammt. Das heißt, Ronaldinho hat einfach bei seiner schlechteren Karte einfach zum Beispiel eine andere Frisur gehabt und bei seiner besten Karte hat er dann wieder ein bisschen eine andere Frisur und das ist eben in-game dann auch ganz klar zu sehen und das finde ich extrem cool. Okay, Freunde, das waren eigentlich auch schon die wichtigsten Infos zu den Icons in FIFA 18. Das Coole ist halt einfach auch, dass die wirklich auf allen Konsolen verfügbar sind. Und das finde ich einfach nur immer noch richtig, richtig stark. Ich werde mich jetzt verabschieden, aber euch zeige ich jetzt noch kurz alle Legenden, die es in FIFA 18 zu 100% schon geben wird, die einfach schon bestätigt wurden. Und dann war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns im nächsten Video und ciao!